Hallo, hier ist Stefan von Leben und Forschen.de. Ich zeige dir jetzt, wie man Objekte dupliziert, und zwar als Single-User oder verlinkt. Ich wähle diesen Zylinder an, gehe auf Shift-D für Duplizieren und kann gleich die Achse eingeben. In die X-Achse schiebe ich den hier vor. Das ist normal als Single-User dupliziert. Nehme ich Alt-D und gebe mal Y-Achse ein, schiebe ihn nach darüber, sind die beiden Objekte jetzt verlinkt. Erstmal siehst du da gar nichts, aber wenn ich jetzt in Edit-Modus gehe, siehst du schon, die werden beide angezeigt, weil die ja miteinander verlinkt sind. Ich wähle mal ein bisschen Flächen aus und gebe denen eine andere Farbe mit Assign, und dann siehst du, die sind hier mitgewählt. Mache ich das gleiche bei dem hier und wähle wieder Flächen aus. Na, mach sie blau. Passiert bei den anderen nichts, weil die ja nicht verlinkt sind. Noch dazu zu sagen wäre, wenn die auch verlinkt sind, die normalen Transformationen wie bewegen, skalieren, da sind sie unabhängig voneinander. Da gibt es ganz verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn du nachträglich was ändern willst, also zum Beispiel die beiden wieder anlinken willst, gibt es F3, Make Single User. Oder wenn du später was verlinken willst noch, gibt es F3, Link Data. So kannst du schöne große Schafherden machen, wo alle schön gleich aussehen und du sie einfach nur an verschiedene Stellen schiebst und vielleicht mal eins ein bisschen größer oder kleiner machst als das andere.